Was immer kommt, wir helfen Ihnen rasch und unkompliziert. Es sind zwei nicht alltägliche Mannschaften, die am 17. November auf dem Löhrenacker gegeneinander antreten sind. BAZ Roadrunners aus Aesch und BAZ Thal aus Flumental-Solothurn sind Mannschaften, die aus Asylsuchenden von den benannten Bundesasylzentren zusammengestellt worden sind. Der Freundschaftsmatch ist vom Staatssekretariat für Migration und von der ORS-Gruppe organisiert worden und sogar das Schweizer Fernsehen hat darüber berichtet. Zwei Mitarbeitende vom Staatssekretariat für Migration haben die Idee gehabt, Fußballmannschaften zu gründen in den Bundesasylzentren. Und so ist das Pilotprojekt zustande gekommen und die Mannschaften spielen heute jetzt das erste Mal gegeneinander. Man weiss, dass die Asylsuchenden eine grosse Freude daran haben, Fußball zu spielen. So war es auch gar nicht schwierig, um die Mannschaften zusammenzubringen. Und auch mit der Unterstützung von verschiedenen Seiten hat man dann Trikot und Fußballschuhe und die ganze Ausrüstung dann zusammenstellen. Und so hat das Spiel heute ermöglicht werden. Der öffentliche Match war nicht nur für die Asylsuchenden wertvoll. Ich glaube, es ist wichtig, dass man auch mal an etwas teilnehmen kann, wo die Flüchtlinge mit Feuer und Flamme dabei sind. Man sieht sie sonst halt hier hinten in der Alst, schon auch auf dem Sportgelände. Das ist ja das Tolle daran, dass wir hier Sportgelände haben, wo sie sich bewegen können und auch dürfen teilhaben. Aber auch im Dorf, man läuft eigentlich einfach an den Flüchtlingen durch und man tut sich nicht mit ihnen unterhalten. Und das wäre jetzt mal so eine Gelegenheit und ich hoffe, dass es so der Startkick ist vielleicht für noch mehr. Wer weiß, was da noch passieren könnte. Wenn auch in anderen Bundesasylzentren Fußballmannschaften gegründet werden, könnte das sogar ein nationales Sportprojekt werden. Grundsätzlich ist Sport sicher eine sinnvolle Beschäftigung. Und es gibt Asylsuchenden Freude. Sie können miteinander spielen, es verbindet, aber auch kulturübergreifend, unabhängig davon, was für eine Sprache redet oder aus welchem Land das kommt. Und darum ist es sicher ein Projekt, das wir sehr befürworten. Man darf nicht vergessen, dass es sich um Asylsuchende handelt, die eben noch im Asylverwahrungsprozess sind. Das heisst, es ist noch nicht gesichert, dass sie auch effektiv in der Schweiz bleiben können. Und im Rahmen dieses Projekts können sie einfach auf einer etwas informelleren Ebene miteinander Fußball spielen. Begeisterung war deutlich spürbar. Ja, es geht gut und ich bin wirklich glücklich. Fußball bedeutet für uns alle Hoffnung und ist für uns ein Katalysator. Ich liebe Fußball und es gibt kein Spiel, das ich lieber hätte. Durch die Woche durch schaute ich fast jeden Tag. Anderen Sport probiere ich auch, aber ich liebe Fußball. Ich bin wirklich glücklich, dass ich hier sein darf und kann Fußball spielen. Es gibt mir die Möglichkeit, mein Talent auszuleben und zu zeigen, was ich kann. Das Spiel ist mit 7:0 von der Mannschaft aus Aesch gewonnen worden und hat aber allen Beteiligten gleichermaßen Freude, Zusammenhalt und Lebensmut mitgegeben. Die Adventszeit steht vor der Tür und die Vorfreude ist schon überall spürbar. Auch in diesem Jahr organisiert der Verein Attraktives Aesch der zauberhafte Aescher Weihnachtsmarkt rund um den Kirchplatz im Dorfzentrum. Vom Freitag 1. Dezember bis am Sonntag 3. Dezember locken herrliche Stände, feierliche Musik, köstliche Spezialitäten und farbige Harlekleus das Publikum in Scharen nach Aesch. Crossiety überrascht an einem Selfie-Point mit einem Glücksrad und die Partnergemeinde Unterschächen wird ihren Alpkäse an einem Stand anbieten. Den Käse kann man übrigens zusammen mit anderen Preisen am Glücksrad gewinnen. Der Markt ist eine wunderbare Gelegenheit, die Adventszeit gebührend einzuläuten. Was immer kommt, wir helfen Ihnen rasch und unkompliziert.